Beim letzten Tutgut-Gemeindetag in Grafenmeck standen auch die Tutgut-Werte im Fokus. Frau Pummer, Sie sind Projektleiterin der Tutgut-Werte und wir haben jetzt gerade wieder eine neue Auszeichnungskampagne erlebt hier beim Gemeindetag. Wie viele Werte gibt es eigentlich schon und seit wann gibt es diese Aktion? Diese Aktion besteht seit dem Jahr 2003. Insgesamt gibt es 92 Tutgut-Werte und davon können wir 64 auszeichnen mit der neuen Plakette. Gibt es da gewisse Kriterien, die ich erfüllen muss als Tutgut-Wirt? Ja, also es gibt Speisekartenkriterien, die erfüllt werden müssen. Zum Beispiel umfasst das ein heimisches Fischangebot, fleischlose Alternativen in der Speisekarte, die Verwendung von regionalen und saisonalen Lebensmitteln und dann gibt es noch etliche Zusatzkriterien. Beim Buffet konnten sich die zahlreichen Gemeindevertreter von der Qualität einiger Tutgut-Werte überzeugen. Ja, alles Mögliche. Vegetarische, Fisch, Fleisch, alles Mögliche. Das ist eine gute Sache. Wenn ich mich jetzt bewerbe als Tutgut-Wirt, erstens einmal, wohin wende ich mich? Und zweitens einmal, gibt es da eine Art Prüfung? Kommt mich da jemand besuchen? Wie läuft das ab? Die Tutgut-Wirte haben 4 Bausteine zu erfüllen. Der erste Baustein ist ein Beratungstermin vor Ort, wo eben gemeinsam an der Speisekarte, am Speisenangebot gearbeitet wird. Der zweite Baustein ist eben diese Speisekartenbeurteilung. Der dritte Baustein ist wieder ein Beratungstermin, der aber für die Mitarbeiter aus Service und Küche gedacht ist. Und der vierte Baustein, den diese Gastronomen erfüllen, ist eine verpflichtende Fortbildung im Ernährungsbereich. Das heißt also, Sie kommen zu mir und Sie essen sich sozusagen durch meine Speisekarte. Das würde ich sehr gerne, aber wir haben da ein Team, das eben bei den Wirten ist.